Ei Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Interpretation des Legend of the Five Rings Regelwerk Emerald Empire, das Smaragd-Imperium. Heute mit Rituale und Routine. Zuerst sind wir vom Mutterleib umgeben. Dann sind wir eingehüllt durch Gewohnheit. Zum Schluss sind wir vom Tod umgeben. Das Tao von Shinsei. Die Samurai. Ein Samurai des Imperiums durchläuft seine Tage von Ritual zu Ritual. Die meisten von ihnen sind so grundlegend und tief verwurzelt, dass sie ohne zu denken ausgeführt werden. Wie im Buch der Luft des Legend of the Five Rings 4. Edition Grundregelwerk kurz beschrieben wird, handeln die meisten dieser Ritual davon, wie man richtig mit einem anderen interagiert. Dieser andere könnte ein anderer Samurai, ein Bonge, der Geist eines Vorfahren oder sogar ein Feuerkami sein. Wenn es einen Platz in der himmlischen Ordnung hat, gibt es ein Protokoll, wie damit umzugehen ist. Die menschlichen Interaktionen werden von den Mustern der Etikette bestimmt. Ein gewöhnlicher Samurai kniet vor einem Herrn, weil der Herr einen höheren Platz in der himmlischen Ordnung einnimmt. Jemand, der ein sozialer Gleichgestellter ist, wird mit einer Verbeugung begrüßt. Aber indem man sich tiefer verbeugt und sie länger hält, kann man unterschiedliche Grade von Respekt oder subtile Respektlosigkeit zeigen. In der Tat liefert die Etikette nicht nur die Regeln für korrektes Verhalten, sondern auch die Regeln dafür, wie man jemanden richtig beleidigt. Ein wichtiges Wissensgebiet in einer bewaffneten, kämpferischen Gesellschaft, in der Beleidigungen zu Duellen führen können. In einer Welt, in der jeder eine 3-Fuß-lange Klinge trägt oder den Schutz einer anderen Person hat, kann Höflichkeit eine Frage von Leben und Tod sein. Es gibt auch Standards für die schriftliche Kommunikation. Ein lässiger Hinweis an einen engen Freund kann schnell auf die Rückseite eines Stückes Altpapier geschrieben werden. Ein Brief an den Herrn hingegen erfordert dickes, neues Papier, die beste Tinte und die bestmögliche Kalligraphie. Ein Liebesbrief sollte auf Papier gemacht und mit einem symbolischen Duft parfümiert werden. Oft wird der Briefwechsel zu einer höfischen Unterhaltung oder zu einer wichtigen politischen Waffe. Weitere Einzelheiten finden sich später weiter unten in diesem Kapitel unter das Briefspiel. Die Interaktionen mit den verschiedenen Arten von Geistern haben auch ihre eigenen Rituale. Shugenya, die Spezialisten darin, aber es gibt Grundlagen, die allen Samurai bekannt sind. Vor dem Betreten eines Tempels zum Beispiel muss ein Samurai seine Hände und seinen Mund waschen, um sich selbst zu reinigen. Hausschreine müssen täglich Weihrauch, Nahrung und Gebet erhalten. Alle Gebete beginnen mit lautem Klatschen, um Ehrfurcht vor dem angesprochenen Geistern zu zeigen. Ein Brief an Lady Doji Domatai, Hausherrin der Familie Doji und Champion des Kranichs, von Tsume Kiyoshi, demütiger Diener des Kranichs und Magistrat des Dorfes der weinenden Kiefern. Meine Dame, ich hoffe, dass dieser Brief euch gesund findet und dass eure glorreichen Vorfahren weiterhin über euch wachen.
Es ist meine Pflicht, euch mitzuteilen, dass sich Banditen in den Wäldern im Osten dieses Dorfes niedergelassen haben. Meine Doshin, die das Gebiet erkundet haben, schätzen, dass es mindestens 20 von ihnen gibt. Genug, um das Dorf selbst und Händler, die entlang der Straße der Sieben Brücken reisen, zu bedrohen. Ich bitte euch daher demütig um Verstärkung, damit eure Güter von diesem Schmutz befreit werden können. Tsume Kiyoshi. Mönche nehmen in der rokuganischen Gesellschaft einen einzigartigen Platz ein. Und die Bräuche, die sich auf sie beziehen, spiegeln dies natürlich wider. Sie sind nicht tatsächlich Mitglieder der Samurai-Kaste, obwohl einige Mönche Samurai sind. Aber ihr Platz im religiösen Leben des Kaiserreiches gibt ihnen einen solchen Status, den Bauern und Kaufleute nicht haben. Die meisten Samurai zeigen den Mönchen die gleiche Höflichkeit wie einem niederrangigen Samurai. Und einem Mönch mit einem Ruf der Gelehrsamkeit oder der Weisheit könnte der gleiche Respekt entgegengebracht werden, der normalerweise für einen Daimyo reserviert wäre. Es gibt keine rechtliche Auswirkung, einem Mönch gegenüber unhöflich zu sein. Aber die sozialen Konsequenzen für das Zeigen eines solchen Mangels an Frömmigkeit und Respekt können schwerwiegend sein. Die Mönche haben sich den Lehren Shinseis verschrieben, der vom ersten Kaiser und als Gründungskami der großen Clans geehrt wurde. So dass die Missachtung eines Mönches im Umkehrschluss als Missachtung der himmlischen Ordnung angesehen werden kann. Unter den Heimin wird Mönchen großer Respekt entgegengebracht. Shugenja sind selten und oft mit den Geschäften ihrer Herren beschäftigt, aber Mönche sind viel häufiger und nur das Tao beschäftigt. Wenn eine Bäuerin Gebete für die sichere Entbindung ihres Kindes braucht, oder ein Bauer einen Segen auf ein neues Haus, oder ein Dorf jemanden, der eine Erntezeremonie vornimmt, dann ist das normalerweise ein Mitglied der Bruderschaft von Shinsei, der dort hilft. In ihrem eigenen Leben beachten Mönche viele Bräuche und Rituale, die ihnen auf ihrem Weg zur Erleuchtung helfen sollten. Sie sprechen spezielle Gebete, um den Geist am Morgen, vor jeder Mahlzeit, vor dem Lesen des Tao zu reinigen und zu fokussieren. So, das war's für heute mit der heutigen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schreibt uns einen Kommentar drunter. Die Feedback-Challenge gilt immer noch. Und ja, ansonsten, ciao, bis zum nächsten Mal.